So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Battle Royale. Und ja, wir spielen auf Altes. Und bei mir im TS ist der Danny. Hallo Danny. Er spielt Hallo. aber er spielt gerade nicht mit, weil er noch am Essen ist und er gibt mir moralische Unterstützung und ich bin in Dings gelandet. Wie heißt denn das? Norwich oder ist auf jeden Fall am Wasser. Mitten im Ort. Total genial. Bin ich ja mal gespannt, ob das was gibt. In letzter Zeit hatte ich nicht so viel Glück damit. Danny war auch nie dabei. Ich musste mal alleine spielen. Deswegen. Ich hoffe, ne? Ja, irgendwann musst du auch mal arbeiten, das stimmt. Also, ich habe den Eindruck, das ist mal wieder so ein Surfer, wo in diesen normalen Häusern nichts drin ist. Nur in den mit den blauen Türen, weißt du? Das hatte ich jetzt schon mal beobachtet. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber ich will mal ein bisschen rumsuchen, ja. Hier sind aber viele runtergekommen. Ich muss schon abziehen. Ich liebe Battle Royale, ehrlich, jetzt ohne Scheiß. Es macht mir richtig Spaß. So ein Rucksack. Munition, Magnum-Munition. Ich habe mir jetzt sagen lassen, also wenn die jetzt bei Battle Royale demnächst eventuell sogar die neuen Waffen aus dem Marksman DLC da reinmachen, dann könnte das richtig gut werden. Oh, da war ein Typ. Schnell weg. Er hat schon eine Waffe, die Sau. Oh, hier ist ein Quad. Im Moment gibt es auch gar keine Ghost Hotel Surfer. Was auch schade ist. Nee, nee, die sind scheinbar noch nicht irgendwie abgedatet. Da kommen immer noch welche runter. Oh, hier schießt schon einer auf mich. Oh, der hat mich aber verpasst. Ja, ich weiß nicht, auf wen er noch geschossen hat. Vielleicht hat er auch auf den Fallschirmspringer geschossen. Ey, das gibt's doch gar nicht. Jetzt bin ich schon mal in der Ortschaft gelandet und ich finde keine Waffe. Einen Rucksack habe ich, aber keine Waffe. Was? Ja, aber du hast einen Quad. Ja, das Quad habe ich aber erstmal stehen gelassen. Weil ich brauche ja erstmal eine Waffe. Zumindest ist das der Plan. So eine Scheiße, was ist denn da? Ist das ein Toter? Nee. Ja. Wollen wir aber nicht schimpfen erstmal. Erstmal noch ein bisschen was versuchen. Oh Scheiße, da ist noch so einer. Der scheint aber in dem Gebäude hier auch nichts gefunden zu haben. Also weg, raus aus dem Gebäude. Ich habe eine Pistole. Mauser? Das ist ja schon. Ach, das ist hier schon so. Mal was. Ja, das ist eine Pistole, aber. Naja, gut, du hast ja recht. Ah, jetzt habe ich natürlich meine Lieblingswaffe gefunden. M4? Ja. Inventar. Ich habe auch recht gehabt. Also das meiste Zeugs ist in den Häusern mit den blauen Türen. Genau. So, als wenn du mir aus den Lippen von den Lippen ablesen könntest. Scheiße. Na gut, okay, weiter geht's. Wieder runter und jetzt geht's los. Zwei Magazine, das ist nicht viel, aber wenigstens etwas. Das reicht zum Sterben. Das reicht zum Sterben. Das waren wahre Worte, die ich
hier schon wieder schießen. Und ja, ich habe wieder ein Haus mit blauen Türen. Und ich habe jetzt noch was gefunden, eine TGR. Die nehmen wir uns auch mal mit. Auch noch mal mit zwei Magazinen. Scheiße, den habe ich nicht getroffen. Wo ist er hin? Weg ist er. Ich habe, also da habe ich mich jetzt auch mal wieder angestellt wie ein Noob. Naja, gut. Hier ist eine Baustelle. Eine Baustelle ist eigentlich auch immer sehr gut. Eine Weste gefunden. Warum waren die denn nicht hier? Das verstehe ich auch manchmal nicht. Also, ich sag mal, von der Theorie habe ich auf jeden Fall die große Ahnung. Also, ich bin zwar kein guter Spieler und, oder sagen wir mal ein durchschnittlicher Spieler oder eher weniger guter Spieler, ist egal. Aber von der Theorie her, wo man was finden kann und sowas, da bin ich eigentlich nicht so verkehrt. Und vom Taktischen her glaube ich auch nicht, dass ich der Schlechteste bin. Da hinten ist noch ein blaues Haus. Wollen wir mal reingehen. Und siehst du, da liegt auch wieder was rum. Da ist der Bär drin. Der Bär? Der Bär. Oh, ich habe einen Silencer. Ich habe für meine M4 habe ich einen Silencer gefunden. Ist das nicht geil? Das ist gut, ja. Unten ist noch ein blaues Haus und noch eine Baustelle. Ich müsste vielleicht auch mal mein Dings anmachen. MK20 habe ich auch noch gefunden. Die muss ich aber liegen lassen, oder? Also ich habe den Eindruck, manche Leute wissen nicht, wo sie was zu finden haben. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber. Anderen Leid ist es anderen Freud. Natürlich. Jetzt brauche ich nur noch ein Visier, dann wäre ich glücklich. Visiere kannst du ja meistens für mehrere Sachen nehmen. Ich möchte auch jetzt mal gerne rauskriegen, wie der Ort heißt. Da ist noch eine Baustelle. Ah, die können sich ja schön beschießen da. Auf geht's weiter. Hier ist ein großer Rucksack, ganz großer Rucksack. Meinst du, es ist ratsam, einen Helm zu benutzen? Alle Fälle. Titanhelm. Oh, ein Fernglas. Definitiv. Hilfe. Hilfreich. Okay, ich werde mich jetzt mal hier hinhocken. Und jetzt wollen wir mal kurz auf die Karte gucken. Also ich glaube, dass ich bei Neo Chori bin. Aber ich habe ja, ich bin ja auf dem Regular-Server, dann
Ja, genau, ich bin bei Nero Chori. Wollen wir mal gucken, ob das einigermaßen in der Mitte ist. Die Mitte wäre hier und ja, schwer zu sagen. Ist egal, bleiben wir erstmal so. Da gehen wir jetzt erstmal noch kein Risiko ein. Ich suche mir eher noch mal ein blaues Haus. Ich nenne die jetzt einfach mal blaue Häuser. Ich könnte noch ein paar Munitionsdinger gebrauchen. Wie ist denn das? Das, was in die G36, das ist ja auch Standard. Geht das auch in die M4? Ich glaube. Oh wei. Der ist müde. Der ist keine Unterstützung heute. Merkt ihr, Leute? Der ist müde. Hat Naja, schon gut. der. Eins muss man natürlich auch sagen, der hat Arbeit hinter sich. Obwohl, ich komme eigentlich auch von der Arbeit. Das ist keine Ausrede. Aber warst du 12 Stunden arbeiten? 8 Stunden war ich arbeiten. Siehst du, ich war 12. Mein Gott. Und das jeden Tag. Deswegen bist du auch schon wieder zu Hause. Ja. Oh mein Gott, jetzt ist aber einer, der hat aber ein MG da. Hört sich kriminell an. Mein Gott. Eben hatte ich die Tür. Geh doch mal an die Tür. Hier hängen die Klamotten in der Luft. Nee, das ist hier nix. Oh mein Gott, die ballern da rum. Muss ein bisschen vorsichtig jetzt sein, sonst bin ich gleich ein toter Mann. Ich habe auch noch nicht entschieden, was ich gleich machen werde. Inventar. Was ist denn das für ein Visier? Schalldämpfer. MK16. Cobra Reflex. Oh, Visiere, ist da eins für mich dabei? MRCO, das geht da drauf, jawohl. Ja, das ist doch genau mein Visier. Also im Moment läuft es ganz gut, aber ich muss so langsam zusehen, dass ich hier aus der Stadt rauskomme. Ich hätte gerne wenigstens noch ein Medikit oder sowas. Ich habe einmal. Was sind das noch für eine Waffe? ACP. Das hört sich gut an. Die ist auch schallgedämpft. Die nehmen wir mit. Mal eine andere. So, wollen wir mal einen Plan machen? Hier in Nero Chori habe ich schon mal auf ein altes Surfer schon mal ein Haus gehabt. Da Was? gab's damals mal einen Drogendealer, also auf dem Surfer, wo ich mal eine Zeit lang gespielt habe. Ich weiß, das interessiert hier keinen Menschen, aber ich will damit nur von meiner Nervosität ablenken. Aber Altes habe ich spiele ich auch jetzt als Battle Royale eigentlich recht gerne. Bin ich jetzt auch schon zwei, dreimal ganz ordentlich weit gekommen. Was heißt ganz ordentlich weit? Oh, da ist es ja, das Medikit. Und noch ein Painkiller. So. Mal kurz auf die Karte gucken. Ich müsste eigentlich ganz. Der Mittelpunkt ist genau. Mitten auf so einer Insel. Ich müsste mal gucken, vielleicht kriege ich ja ein Boot oder sowas. Müsste ich an den Hafen.
hinten gibt es noch eine Baustelle. Empfehlenswert ist ja eigentlich, das Quad zu schnappen, ein bisschen außerhalb am Nordmarmbot zu suchen. Da muss ich aber noch mal in die St ich bin jetzt am Stadtrand. Da müsste ich ja wieder in die Stadt rein. So gut, okay. Da geht's. Da ist noch ein Visier, das könnte ich mir eigentlich auch noch mitnehmen. Ein ACO und ein MK17. Nehmen wir einfach mal mit. Oh, hier liegt noch Munition rum. Was sind das für welche? Glock-Munition brauchen wir nicht. Hier liegt auch noch Munition. Ah, das ist so eine Scheiße da. Da liegt noch ein Rucksack, aber ich bin ja eigentlich, was einen Rucksack angeht, habe ich alles. Ich habe bloß Angst, dass ich ein bisschen wenig Munition habe, aber für mich reicht's. Die paar Schüsse, die ich abgeben werde. Oh, hier liegt auch noch eine, so ein kleines Maschinengewehr, da liegt noch das. Ich habe manchmal echt den Eindruck hier, manche Leute raffen das nicht. Ich meine, oder ich bin halt derjenige, der zu viel hier rumguckt. Ich höre, Explosionen. Okay, scheiß was drauf. Ab jetzt muss ich mal ein bisschen. Medikit, ich werde verrückt. Da ist noch ein Rucksack. Eins gefällt mir natürlich recht gut, das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Dass ich eine schallgedämpfte Waffe habe. Gut, dann machen wir uns jetzt mal wieder in den Ort rein. Ein bisschen aber mit Vorsicht. Aber ich glaube, dass den Vorschlag, den du gemacht hast, ne, mit dem Quad, das wird nichts werden, weil das Quad mit Sicherheit schon weg ist. Das ist nur so richtig, ich dachte, du warst dann noch unmittelbar daneben. Aber Ich wenn du am wollte. Stadtrand bist, bleiben dir zwei Möglichkeiten. Entweder gehst du noch ein Stück auswärts an den Strand, guckst du, ob du ein Boot findest und zu deinem Mittelpunkt fahren kannst. Oder du verkämpfst dich in ein Haus. Komisch, ne? Arma 3 spiele ich normalerweise in der dritten Person. Also ich gucke immer von hinten auf den. Aber wenn ich Battle Royale spiele, spiele ich das immer in der Ego. Ich weiß auch nicht warum. Wegen Zielen. Oh, es hat einer auf mich geschossen. Geschossen, die Sau. Ich den erwische. Gibt denn hier keinen Ausgang mehr? Ich muss wieder da raus. Wollen wir nochmal Karte gucken? Ich bin noch im Bereich drin, ne? Aber es wäre nicht schlecht,
Weißt du, das finde ich ja auch unmöglich, ne? Dieses Stöhnen, wenn du so Was? angeschossen bist. Mhm. Das ist schon Da hast du ein extrem. Medikit. Ja, habe ich ja auch, aber trotzdem, du kannst dich ja nicht komplett heilen. Medikit, paar Painkillers, nein, geklappt. Damit alles tutti-frutti. Gucke gerade, wo das Quad war. Ja, das Quad ist weg. Ja, das war ja wohl fast klar. Gut, die zweite Möglichkeit bleibt mir jetzt. Ich suche mir am Strand Gut. genau. Ich weiß, ich muss nur gegenüberkommen. Da ist so eine Landzunge. Da muss ich hin, das ist ungefähr die Mitte. Das Dumme ist, wenn jemand auf mich schießt, ich kriege das immer so schlecht mit. Also ich kriege das schon mit, dass einer auf mich schießt, aber woher die Schüsse kommen, das ist immer meine Sorge quasi. Okay. Hier schon mal kein Boot. Verdammte Scheiße. In 15 Minuten. Aber ich schwimme auch nicht darüber, das kannst du vergessen. Nee, ach Quatsch. Ich werde am Strand lang gehen. Ich werde rumlaufen. Ich weiß zwar nicht, wie lange ich dafür brauchen werde. Ich habe auf jeden Fall Fehler gemacht. Ich hätte schon viel früher loslaufen sollen. Ich bin zwar immer noch im Bereich drin, ne? Aber ich komme ziemlich als letztes dahin. Da hinten hat einer ein Boot gefunden. Der fährt rüber. Probieren rauszuschießen. Ja, ist so weit weg. Ich laufe einfach, was soll's? Das Dumme ist, hier ist nicht genug Deckung eigentlich. Bin wie auf dem Präsentierteller, das gefällt mir gar nicht. Darüber schwimmen ist auch Blödsinn. In 3 Minuten ist Update. Da ist es ein bisschen Schilf, das ist gut, da kann ich. Da ist noch ein Boot. Da muss ich aber hinschwimmen. Aber ich glaube, das mache ich. Mach das. Wie kann ich in über Wasser schwimmen? Ach so, alles klar. Ja, das war eine doofe Frage. Kannst du dich mal ein Das war bisschen. jetzt wirklich eine blöde Frage. Ja, weil.
Naja, gut, das hat schon seine Gründe gehabt, warum ich gefragt habe. Kann er nicht ein bisschen schneller schwimmen? Im Wasser ist man ja total hilflos ausgeliefert, ne? Das ist blöd, wenn du schon angehittet. Ich habe eine Red Bull, habe ich, aber ich kann es nicht anwählen, das ist das Dumme. Warum, weiß ich noch nicht. Was kannst du nicht? Das Anwählen, das Red Bull. Also, ne, mausradmäßig trinke oder drink Red Bull oder so. Ja, wenn du im Wasser bist, geht das nicht. Nein, das ist klar. Aber ich. Oh, ich höre schon wieder im Mittelpunkt. Ich muss mir jetzt schon überlegen, wo ich da am besten hinfahre. Ich bin gleich beim Boot. Blue Circle bin ich noch drinne? Sehr gut. Ich sollte vielleicht gleich an die Spitze fahren. Das wäre eigentlich eine Maßnahme. So lange wie möglich im Boot, das wäre eine Maßnahme. Scheiße. Das Boot, das lässt sich aber ganz beschissen lenken. Ah, da ist so ein Türmchen da. Ja, dass die Landzunge ist, wird mir nichts, dass du ruhig bei Eva Point besser. Und da werden sie sich natürlich drinnen bekämpfen. Da ist aber auch nichts. Da sind ein paar Bäume. Ja, und der Turm. Und der Turm, genau. Da sind aber ein paar. Oh, man schießt schon auf mich. Ja, die treffen aber nicht. Oh, die sind aber ganz schön mutig, die schießen. Haben mich nicht gekriegt, die Säcke. Ich bin jetzt gleich an der Militärbase. Wo haben sie denn auf dich geschossen? Eine ganze Ecke davor. Ich muss mich jetzt erstmal hier irgendwo verstecken. Oh Scheiße, man schießt schon wieder auf mich. Ja, jetzt bin ich tot. Ach, schade. Okay, Leute. Ich weiß noch nicht, was ich dazu sagen soll, aber naja gut, ich hätte mich vielleicht eher im Busch verstecken sollen, ich weiß es nicht. Ist egal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis dann, macht's gut.